ليك الله لا يدوى على حدا ولا يورجيها لحدا. الموجوع ما بي حدا بيشعر بالوجع الا صاحبه. انا ارمي ما لي معين غير الله. ونحن ما معنا ناكل ونشرب. Hallo meine Lieben, ich befinde mich heute direkt am Düsseldorfer Flughafen. Wir gehen auf die Reise und zwar wir fliegen in den Libanon. Dort ist wirklich eine sehr, sehr große Wirtschaftskrise, sehr, sehr viele Menschen in Armut. Wir wollen euch natürlich mitnehmen und deshalb kommt am besten mit. Hallo meine Lieben, wir sind jetzt abgeflogen und sind tausende Meter hoch. Wir wollten euch hier noch mal kurz mitnehmen und würde sagen, bis wir in Beirut sind. Bis später. So ihr Lieben, ich melde mich nach einem sehr, sehr stressigen Tag. Wir hatten Probleme mit einem Check-in und mussten noch ein anderes Hotel suchen. Jetzt sind wir aber Gott sei Dank da und wir nehmen euch auf jeden Fall morgen mit. Ich würde sagen, bis morgen. Hallo meine Lieben, ich melde mich am nächsten Tag. Es war wirklich sehr, sehr anstrengend gestern. Die Probleme hatte ich euch ja schon angedeutet. Wir sind auf dem Weg zu einer lieben Bezugsperson, die wir in Deutschland schon kontaktiert haben, mit der wir gleich zum Supermarkt fahren werden und schauen, ob wir überhaupt Nahrung kriegen und ob wir die Kartons dann so zusammenstellen können, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich nehme euch am besten mit. So ihr Lieben, wir haben soweit alles vereinbart. Der Supermarkt wartet auf uns. Es werden einige ehrenamtliche Helfer da sein. Wir fahren jetzt hin und schauen, welche Nahrung wir bekommen, welche Pakete wir zusammenstellen können. Und dann geht es in den Tripoli. Da ist wirklich sehr, sehr viel Armut. Und deshalb möchte ich euch sehr, sehr gerne mitnehmen. So meine Lieben, ich habe euch noch gar nicht erzählt, dass eigentlich Lockdown in Beirut ist und dieser liebe Händler uns trotzdem hier geöffnet hat. Wir haben soweit eigentlich alle Nahrungsmittel gefunden, die wir brauchen. Wir werden jetzt die Pakete zusammenstellen und da werden wir euch zeigen, was wir alles so reintun werden. So ihr Lieben, wir haben jetzt geschaut, was wir in dem Karton zusammenstellen werden. Leute, ich will euch eins sagen, es ist keine Show, die wir hier präsentieren oder wollen euch mit das prahlen, was wir gerade machen. Um Gottes Willen, wir sind hier da, um Menschen zu helfen. Wir wollen natürlich ein Paket mit einem Wert haben. Und deshalb haben wir gedacht, wir nehmen Reis, wir nehmen Spülmittel, wir nehmen Öl, wir nehmen Nudeln. Alles, was man so auf langfristig benutzen kann, werden wir im Paket zusammenstellen. Und hier im Libanon sind die Preise wirklich sehr, sehr hoch. Also die Preise schlagen durch die Decke. Das ist kein Vergleich zu uns in Deutschland. Und deshalb werden wir ein Paket mit mehr Wert zusammenstellen, damit wir wirklich Menschen glücklich machen und damit die auch wirklich was haben. Natürlich hier nochmal einen ganz, ganz großen herzlichen Dank für alle Spender, alle Unterstützer. Es ist natürlich nicht nur unsere Sache, sondern wir haben natürlich auch Spenden angenommen. Einige Helfer haben uns unterstützt und wir können endlich Menschen hier aus dem Armut zurück ins Leben bringen. كيف هلا الله رزقني فيكم الحمد لله، بس ما في يجيب لحمه انا كل يوم ببيتي، ما فينا ناكل لحمه، لبنه، زعتر، اذا بدي اجيب 2 كيلو لحمه غنم 250,000، وين بدنا نطلعنا على شوفير تاكسي؟ sagt über sich selber, dass für seine Familie nicht täglich irgendwie Fleisch kaufen könnte. Die holen sich dann mehr Käse, mehr Thymian. Sagt aber, dass sehr viel Vertrauen in Gott hat und dass hofft, dass wieder bessere Tage kommen werden und also das macht mich wirklich hier wirklich zu schaffen, Leute. Ich weiß nicht, was ich hier
keine Ahnung. Also wir sollten echt wirklich glücklich sein, wie wir leben. Ehrlich. Ja, wir haben gerade mitbekommen, dass wir das ein bisschen kontrollierter machen müssen, weil sonst wird es einen riesen Ansturm geben. Und wir versuchen jetzt gerade einen Ort zu planen, wo wir die armen Leute treffen können und wo wir dann in aller Ruhe auch die Pakete, weil wir müssen auch auf uns aufpassen. Das ist hier wirklich ein Ausnahmezustand im Libanon. Ihr Lieben, ich bin jetzt gerade auch irgendwie echt so am Ende, weil wir fühlen uns echt gerade hier nicht mehr sicher, weil jetzt muss auch die Armee kommen und uns begleiten, weil es ist wirklich kein Spaß. Die haben uns gesagt, wenn ihr das irgendwie auf der Straße macht oder so, das kann wirklich eskalieren. Hier können Schlägereien passieren, Waffen gezogen werden und so weiter. Und natürlich geht auch unsere Sicherheit hier vor und wir warten jetzt hier auf die Armee. Die wird uns begleiten und ich hoffe, dass wir diesen Tag gut überstehen werden und unsere guten Taten angenommen werden. Kalle, das ist wirklich hier, also es ist kein Spaß mehr hier, wirklich nicht. Also das geht mir hier gerade auch ein bisschen zu weit. Khaled, das ist Armut hier, das ist wirklich sehr, sehr große Armut. Die Menschen warten hier seit Stunden und die Leute sind sehr ungeduldig. Die wollen einfach ihre Nahrung haben, also es ist unglaublich. Es werden also von den Einwohnern hier, die schleppen jetzt gerade alles runter und gleich werden wir dann alles in Ruhe verteilen, weil hier ist einfach keine Ordnung in diesem Land. كله بالرواء. ايه لا تتبع شوف شوف البهدله شفت البهدله والله العظيم نحن 20 بيت تحت اقسم بالله يا اخي ما في واحد بيفوت لعنا على الحاره الا كله على هيدي الحاره على هيدي الحاره. Also das eskaliert hier die ganze Zeit. Hier ist einfach keine Organisation. Zum Glück haben wir das Militär mitgebracht, weil das wäre hier wirklich eskaliert und das hätten wir hier nicht festhalten können. Das Geld, die Nahrung, es muss ankommen. Wir können hier nicht weg. Wir müssen es verteilen. Das ist eine Pflicht, die wir haben und die wir bringen, müssen wir weiterbringen. Ana Armi, ma li mu'in ghair Allah. Ja.
الله يخليك. ودي لها اياها، ودي لها اياها كرتونه واحده. هذيك لبنتك وهي بتاخذيها لك حجه. تمام، الله يطول بعمركم. Leute, soweit es sind nur noch ein paar Kartons. Das nächste Dorf ist schon da und deswegen wollen wir jetzt auch langsam uns ja aus dem Weg machen, weil das, du kannst hier mit Millionen runterkommen und du wirst immer weiter irgendwelche Menschen finden. Und deswegen ist es besser, wenn wir gehen, weil das Dorf berichtet den anderen Dorf und so weiter. Bleib ich hier. Bado Anne, Bado Anne. Bado, Bado Anne. Bilal. Bado Anne. Klar, Bilal. So, meine Lieben, ihr werdet jetzt wahrscheinlich alle geschockt sein, warum wir nicht die Szenen weitergedreht haben oder warum die Leute sich nicht bei uns bedankt haben. Wir haben es geschafft, dass die Nahrungsmittel ankommen, da wo sie ankommen sollten. Nur das Problem ist leider, dass ganz viele andere Menschen dazu gekommen sind, aus anderen Dörfern, teilweise bewaffnet, sehr aggressiv, was der Hunger so ausmacht halt. Ein ganz, ganz riesen Dank an die libanesische Armee, die uns in Schutz genommen hat. Der Leiter ist dann, der zuständige Leiter ist zu mir gekommen und hat gesagt, bitte du und dein ganzes Team in das Auto einsteigen und wegfahren, damit hier nicht noch eine Vollkatastrophe wird, weil die Leute waren wirklich sehr aggressiv und es ist zu ganz vielen Konflikten gekommen und deshalb wird es heute erstmal nichts mehr geben und morgen werden wir dann in Beirut ein wenig Gutes tun. Salam alaikum. Salam alaikum. Wir مرحبا يا حاج. اهلا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. كيفك؟ دلونا عليك الجيران تحت. اهلا وسهلا. حبيب قلبي يا حاج، نحن جايين بدنا يعني عن جد تفرجينا كيف الوضع هون مشان. ايه؟ تفضل حاج تفضل. هذه انا حالتي من كذا سنة يعني من زمن وأنا بنام بهالطريقة. حاج يعني هون بتنام أنت؟ إيه أنا هون مكان سكني حالياً. شوي الوضع مرقلي معي. مرقلي مع الناس كلها مش بس معي يعني، هذا الوضع العالم كذا. منقول كتر خير الله اللي بيجي من الله يا محلي. الحمد لله يا رب. حاج انت كيف 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 وصلت لهالوضع انت؟ انا مهجر من بيتي، مهجر بسبب الحرب وسبب الاحداث يعني. كان عندي منزل وكان عندي يعني بيت قصر، والله لا يضر حدا ولا يأذي حدا، ما بنريد لك الخير، وهذه النتيجه اللي وصلنا عليها يعني. ما حدا كان يقدر يساعد حدا وما حدا تطلع بحدا بالنسبه للوضع الاحداث يعني سابقا بلبنان. ف اضطرينا نقعد بخيمه سويتها انا بايدي والله. والله وناس طيبين زي أفضلكم كمان ساعدوني شوي بسعرة، كان سعرة شوي غالي 500 دولار كحقها. وبما أنه جماعة أودم سمحوا لي أسكن بذات الوقت، دير بالي بتعرف فاضي وهيدا ما في حدا، والله بيعين يعني ساعدني فيها. حاج انت اذا بتفكر بايام الراحت شو بيصير فيك انت؟ ايام شو؟ من زمان ليك. يعني بدي اقول لك هذه خليتني انا ما تاسف على شيء راح، خلص الامر رايح. بدك شو بدك تعمل؟ هذا اللي طلع، هذا اللي يصيب كل انسان بياكل نصيبه، وهذه مصير حسنة الحياه يعني. اللي بيجي مع الله يا محلي. يعني حاج والله يعني انا عم بستغرب يعني
هيك وقوي يعني قوي. ليك الله لا يدوق على حدا ولا يورجيها لحدا. الموجوع ما بي حدا بيشعر بالوجع الا صاحبه. او شو بتطلب منه؟ انا ما بدي الا يكون اللي الله بيقدركم عليه واللي يعني اللي بيشوفوا الله يعني اللي انتم بقدرتكم عليه اكثر من هيك. انا ما بدي واجبكم بشيء بس انا بسدد خطاكم ويسر امركم بجاه محمد بشار الفضيل وكتر خيرك اكثر. طيب شيء سد عليك حبيب قلبي يا حاج. حاج نحن بدنا خدمه. تفضل. يعني بدنا نساعدك نحن. انا يعني احترام وبكل صدق بحكيك اللي الله بيقدركم عليه انتم اللي بيستوجب عاك حالي اللي بتشوفوه مناسب. يعني انا اللي بشوفه هيك اكثر شيء يعني هيك خيمه جديده يمكن او يعني مطرح هيك تنام احسن شوي عليه يعني هاي ايه ما بعرف شو ايه افضل هي صار بدها لازم غيار بوقت الحاضر بنغيرها مش بشكل اذا كان بامكانكم ده بنشوف كيف الله بيسرها معنا. حاج نحن ان شاء الله هلا بدنا نحكي مع الشاب تبع الخيمه ونحن عاملين لك يعني كرتونه هيك يعني سمعنا نحن بحالتك وهيك وجبناهم يعني معنا هاي الكرتونه هلا بدنا نعطيك نجيب الخيمه كمان. طيب فيك تجيبها وساعتها بكون انت عملت عليك وهذا اللي هلا انا ما بدي يعني اكثر من هيك ما بدي شيء. طيب حاج نحن بدنا نتلفن تليفون هلا ونشوف اذا بيجي على مشان على راحتكم. اهلا وسهلا سيد. طيب So ihr Lieben, dieser Mann hat gar nicht so viele Ansprüche, er möchte wirklich nur das Nötigste. Er sagt, ich möchte gar nicht so viel, charakterlich sehr, sehr guter Mann, will einfach nur die Kleinigkeiten, die ihm fehlen. Wir führen jetzt ein Telefonat und schauen, ob wir jemanden finden, der uns hier ein neues Gebäude oder so ein Zelt bauen kann, damit er wenigstens hier eine kleine, stabile Unterkunft hat. Und ich würde sagen, wir schauen, dass wir das schaffen. حاج فضل. شفنا هلا شاب إيه؟ بالحاره هون ان شاء الله هلا جايه إيه؟ ونطلع لها على الخيمه بلكي هيك الله بيقدرها معنا. حبيبي معلم اهلا وسهلا كيفك؟ كل شيء تمام؟ حبيبي بدنا لمعلم نمر خيمه جديده يعني طلع لنا عليها. وهيدي شن شغلكم انتم يعني؟ ما مشكله يعني بدنا نساعد للعم كمان هون. ماشي يلا هلا بناخذ ياساتها ونشوف كيف بنطلع. مش الحال تكرم عينك يا حاج اخذنا ياسات نحن ايه. ان شاء الله باسرع وقت بنركب لك اياها. طيب ماشي الله يسهل لك يا رب. Wir haben es geschafft ihr Lieben, die Maße wurden genommen. Ich denke das Zelt wird morgen spätestens hier schon stehen. Das ist schon mal wirklich eine sehr große Erleichterung für uns. Ich hoffe, dass wir diesen Menschen wirklich glücklich machen können, weil er hat sich wirklich verdient. حاج حبيبي هلا هاي خلصنا ياسات في الكرتونه هلا بدنا نجيب لك اياها حنجيب لك اياها حبيب قلبي هيك فيها شويه اكل وال جيب انت جبت لك انا بس ال هلا بشبه بالنسبه هذا كتر خيرك انا ما على عيني يا حاج على عيني على عيني ما انه يعني كله رايح على عيني يعني كله في سبيل الله الله يقدركم الخير بس بالنسبه للخيمه ما اتفقتوا انتوا اياها على السعر شيء حاج هاي نحن عنا انت شو بدك عنا خلص. ارتاح انت انا بيهمني حبيب قلبي يا حاج دعينا بس دعينا انت ما بدنا اكثر الله يقويك حبيبي بس انتبه الله بس هيك من عنده يفتح بوشك ويسر امرك ويقويك على عملك حبيب قلبي يا حاج حبيبي ان شاء الله كلياتنا جميعا من قلبي وربي يا رب جميعا يا رب حبيبي Gänsehaut Leute also ich weiß nicht was ich sagen soll das ist Man lebt so und man hat trotzdem so einen guten Charakter. Also das ist so, also ich habe wirklich Gänsehaut, wenn er mit mir spricht. Also trotz 30 Jahre hier zu leben und unter so einem Zelt, das ist, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich nicht. حاج ان شاء الله بسطناك هيك وان شاء الله كله موفق الله يفرج عليك هاي كله لله يرجعكم يا رب وان شاء الله نحن حكينا مع الشاب يعني يوم يومين
لما تخلص الخيمه بنجي نزورك بعد مره ان شاء الله. الله يكثر خيركم حبيب قلبي يا حاج. الله يقويكم ونضلنا بقلب على عيني يا حاج. على عيني ويسدد خطاكم بجاه محمد. حبيبي يا حاج الله يرضى عليكم. بنشوفك بعدين حاج. يعطيك الف عافيه. الله يسهل لك سيدي. حبيبي يا حاج. الله معك. الله يرضى. Ja, wir haben das geschafft, was wir schaffen wollten. Morgen oder übermorgen wird das Zelt fertig sein. Wir versuchen noch vielleicht ein Bett zu organisieren oder eine gute Matratze. Und ja, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Fall. Hallo meine Lieben, wir sind jetzt gerade bei der nächsten Familie. Wir haben jetzt eine zweite Person. Die liebe Gara wird uns zeigen, wo es Familien gibt, die wirklich bedürftig sind. لعن مين بدك تودينا هلا؟ هي عائلة تعرفت عليها بالطريق وكانت كثير حالتها مأساوية، يعني أمه تركتهم مفلش وهن حتى من الشارع عم ياكلوا، فبدنا نروح لعندهم نشوفهم هلا. مرحبا حبيبي، مرحبا. كيفك؟ يا حلو. عندنا كل جمعية في ألمانيا وحابين يساعدوكم، فأنا خبرتهم قصتك بالكامل وهن هي هون إجوا هلا لعندك ليحكوا معك ويتعرفوا عليك. يعطيك العافية حبيبي، كيفك حبيبي؟ كل شيء تمام؟ ليش هون على الشارع شايفينك؟ يعني ما في بيت او انا في عندي بيت. في عندك بيت؟ بيتي واغراضي كله مبيعته الصراحه، بعتها مشان اكل وشرب اولادي، انا عم بيع محرم على سبيل السلام. مرتين ثلاثه تهددت للقتل. والله العظيم شهيد الله براسي دور تهددت للقتل، قالوا لي ممنوع تبيع محارم هون. قلت له اخي بدي اعيش اولادي الف العام سوري، قلت له ما في في العام سوري. انا مطلوب احتياط جيش. وقدمت طلب على الامم المتحده، قلت لهم خلينا يسافروني لبرا ما حد يقولوا لي لا بدل المصاري. هلا انت لحالك مع الاولاد؟ ايه. ما في حدا بيساعدك؟ ما في حدا، هذا ربيته من عمره 40 يوم. Leute, wer das versteht. انا بتمنى ان شاء الله واحد بس الاولاد يطلعوا لبرا. Wer das versteht, ich weiß nicht. Also, der hat gesagt, ich ernähre meine Kinder durch Müll, durch Restmüll. Seine Frau ist abgehauen, er hat nichts. Egal wohin er geht, ob arbeiten oder sonst irgendwas, er nimmt seine kompletten Kinder mit. Ich will nach oben, weil das wird jetzt gerade auch hier eine kleine Versammlung. Ich will mehr über diesen Menschen wissen. Hasch, Kalina hat leider Andacht schon. Okay? Was ist das hier für eine Gebäude, Leute? Das ist ein, die wohnen hier einfach. Guckt euch das mal an hier. حبيبي هاي البيت عندك مو؟ هذا البيت. فرجينا هيك كيف عايش هون. عايش هاي هون الخزانة هاي بدي بيعها، قدمت على بيعتها الصراحة. هاي بدك بيعها؟ الخزانة بدي بيعها الصراحة. لشو بدك بيعها؟ بدي بيعها، بدي مصروف، بدي مصاري. ما في. Leute, er will seinen Schrank verkaufen, damit er Nahrung hat. Diesen Schrank möchte er verkaufen. مين بدفع لك أجار البيت؟ اجار البيت صاحب البيت معطيني البيت ببلاش، عم نطفل له زباله البنايه، عم شيل له باليوم بشكل يوم عم كبي حوالي زباله لبرا بس عباره مشان البيت. مين؟ بيشطف له البيت، بيشطف له البنايه كامل. يعني البنايه انت مسؤول عليها يعني؟ ما انا مسؤول. بس انه بتنظفها كومبليت؟ بنظفها ايه. بكب الزباله وبتنظفها. كب زبالتها وشي. والاولاد معك؟ لا الاولاد خليهم نايمين. خليهم هون. نومهم وروح اشتغل. Er muss hier keine Miete zahlen. Dafür macht er immer das ganze Haus sauber. Er wohnt in der 9. Etage mit 3 Kindern, alleine. Wenn die Kinder schlafen, geht er arbeiten, um über die Runden zu kommen. Also ich gehe kaputt hier, wirklich. Ich gehe kaputt. Wie heißt der Mabach? لانه عليه على الصراحه والله العظيم شهيد الله محمل الدين هلا تقريبا شي 3 مليون عليه دين عرفت؟ اولادي بدهم معيشه، هذا بده حفوضات بده حليب يعني صفت عليه بس بحرق حالي بالنوم غيرك ما حب الله. وسألت هيدا كيف بدك تطعميهم؟ هول عم يخلوك الطعميهم روح جيب الزباله بندوره بالكاب الزباله باكلها وانا اولادي شو بدي اعمل؟ Leute, er verkauft alles, was Geld bringt, nur damit er über die Runden kommt. Die liebe Gara hat ihn auch gefragt, wie ernährst du dann? Er sagt, wenn es wirklich ganz knapp ist, Restmüll. Ich hole vom Restmüll, damit meine Kinder Nahrung haben. Tfadal, Habibi, tfadal. Arjin Natan. Hi, Farshi.
وفرشه هنيك وفرشه هاي ثلاث كنبايه هاي عم نقوم عليها هون كلهم بتناموا على تخت واحد ايه وعلى على هون بس هون ايه وهدول الثياب الوسخه طلع هاي كلها طلع ريحتها ليه ما بتغسلهم؟ ما في بغسل على ايديها البراد هذا طوني يا جماعه هلا حاطه برسم الليل صباح فينا نصور حاطه برسم الليل امبارح جاتني جابت لحمه حطتها عندي البراد ما عم يشتغل عم بيع بنجيس هذا طلع لي 500 ليره 600 ليره لبناني 750 لبناني مشان اجيب رطل خبز لاولادي براد هذا للبيع وكل رمي هذا حاطه اثنين هذول للبيع زو كلاين سيلفس جيماخت يا زو زفته ان تيتن damit er 500 libanesische lira hat 500 libanesische lira diesen kühlschrank will er jetzt auch verkaufen weil er nicht mehr über die runden kommt schaut euch mal an جبته من الزباله ليكو عندكم خبر هذا من الزباله جبته عم باكل انا اولادي من الزباله عم جيبه عم باكل انا اولادي انت شو بتتمنى لعائلتك انت شو بتتمنى انا بتمنى لعائلتي بطلع برا هالبلد بسافر ما عم تطلع من البلد شو بدك انت نحن ضمن امكانياتنا ما عم تطلع من البلد انت ما عم بيطلعوك من البلد شو بدك انت لتقول هيك اوكي بدي اعيش انه بدي برا بدي غساله والله خلق تلفزيون والله والخلق يعني غساله بجيب غسله ثياب اولادي بعيش انا واولادي بناكل انا واولادي اكله هنيه مرتاح ومكون مبسوطين فرشاد مرتاح ومكون نايمين اولادي على نومه مرتاحه بدي ثيابك هذا اول عيد Was soll ich sagen? هذا اول عيد اشتريهم Wir beklagen uns über Sachen. Schaut euch das mal bitte an. Schaut euch das mal bitte an. Khaled, wir müssen diesen Menschen helfen. Ich gehe hier nicht weg, bis wir ihnen helfen. Alles, was wir können, bitte. Leute, wir fahren jetzt mit der Familie in einen Markt. Wir haben ihm gesagt, alles, was an Lebensmitteln fehlt, alles, was er für hier haben möchte, kann er kaufen. Plus Spielzeuge, egal was die Kinder wollen, wollen wir auch besorgen. Kleidung, wenn wir heute was kriegen, wir haben heute Sonntag. Wir wollen diesen Menschen glücklich machen. Das ist hier wirklich höchstes Niveau, wirklich ganz höchstes Niveau. Ja, lasst uns gehen. بسطناكم هيك كل بيقدوا عمك انتبه عليهم انتبه طعمي ولادك انتبه عليهم انتبه على هذا يا حبيبي Hallo meine Lieben, ich melde mich wieder am nächsten Tag. Ja, wie ihr schon gewohnt seid, ist es wieder gestern eskaliert. Wir haben gestern die Familie glücklich gemacht und es hat sich wieder Menschen versammelt, wieder Menschenmenge. Jeder wollte wieder was haben. Die Leute sind dann wieder, ja, wieder Versammlungen. Die wollten unbedingt wissen, wer wir sind, was wir machen. Jeder wollte etwas haben, aber wir können leider nicht jedem weiterhelfen. Wir wollen aber heute mit Nimmer das Projekt beenden. Wir sind hier, um ihnen Matratzen zu kaufen, neue Schlafdecke, weil die Hütte heute auch sehr wahrscheinlich fertig wird, damit wir diesen Menschen definitiv glücklich machen können. So ihr Lieben, wir haben soweit alles organisiert bekommen. Ich kann das nur wiederholen, wir haben hier Lockdown in Beirut. Wir dürfen das eigentlich gerade gar nicht kaufen. Durch einige Kontakte haben wir den Laden jetzt aufgekriegt, damit wir dieses Projekt auch beenden können. Und ich denke, der Nemir wird sich gleich sehr, sehr freuen. Hallo ihr Lieben, ich melde mich wieder. Wir sind jetzt beim Nemir angekommen. Die ganzen Helfer haben schon die Sachen reingebracht. Lasst uns am besten schauen, wie weit die sind. Die ganzen Spender, die gespendet haben, schaut einfach dieses ehrliche Lächeln, so einem Menschen etwas zurückzugeben, wenigstens einen ruhigen Schlafort, einen Rückzugsort. Das hat sich mehr als gelohnt bei solchen Menschen.
شفناك هلا بسمه هيك على وجهك. لا اخي ان شاء الله بتضل طول ايام حبيب قلبي حبيبي. الله اللي يبعث اولاد الحلال حبيبي. كله هين كله هين كله هين. Ja, ich habe ihn gerade gefragt, ob der glücklich ist. Er sagt, mega, er fühlt sich sehr, sehr gut. Gerade hat er wirklich ein sehr, sehr großes Lächeln gehabt, wo wir schon das Zelt so aufgebaut haben oder wo die Kollegen hier das gemacht haben. Ich hoffe, dass das jetzt Stück für Stück immer positiver für den Herrn wird. So ihr Lieben, das neue Zelt ist angebracht, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Auch wir haben den Stoff getestet, es ist wirklich sehr dick und von guter Qualität. Das war uns sehr, sehr wichtig. Jetzt holen wir die ganzen alten Sachen noch raus. Die alte Matratze, wir haben nämlich neue Matratzen, Kissen, neue Decken und so weiter besorgt, damit der liebe Nemre hier sich auch wohlfühlen kann. نحن رايحين ان شاء الله نكون بسطت فيهم وان شاء الله دعينا بسطنا فيكم نحن اكثر شيء. حبيب الله يديم الصحه ويديم العمر كله رايح حبيبي يا حاج. الله يخليك ويقدركم على الخير حبيبي ان شاء الله. كلكم الله يقدركم على الخير يلا والله يوفق حبيبي يا حاج. والبني ادم عمله يا اخي بالدنيا الانسان ما بياخذ معه شيء مزبوط انسان عمله حبيبي يا حاج. الله يعطيك العافيه ويسهلكم يا رب حبيبي يا حاج حبيبي. So ihr Lieben, wir haben jetzt eigentlich soweit alles geschafft, was wir schaffen wollten. Das neue Zelt steht, neue Matratze, neue Kissen, neue Decken, komplette Nahrung, seine Medikamente sind alles da. Wir haben soweit alles besorgt, was er für die nächste Zeit hier braucht. Und ich hoffe, wir konnten diesen Menschen ein neues Lächeln zurückschenken. Hallo meine Lieben, ich heiße euch willkommen. Wir stehen hier genau vor der Explosion, die vor einigen Monaten hier in Beirut passiert ist. Plus die Corona-Krise ist wirklich die Wirtschaft so nach unten gegangen, dass die Leute wirklich in sehr großen Armut und sehr große Hilfe benötigen. Die leben hier wirklich sehr, sehr knapp. Und das, was wir hier gemacht haben, ist nicht da, um euch zu zeigen, dass wir hier geholfen haben. Nein, wir haben es gemacht. Vielleicht motivieren wir einigen Menschen, hier auch ein bisschen Hilfe zu leisten. Wir wollten auch den Spendern auch hier nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön ausrichten, die uns das auch hier mit auch ermöglicht haben, dass das Geld auch wirklich angekommen ist, wo es ankommen sollte. Ich hoffe und denke, wir wollen nochmal irgendwann was planen hier, um in Beirut oder jetzt egal irgendwo helfen zu können. Ich danke euch, dass ihr uns hierher begleitet habt.